da bin ich. Ey, und ich habe gerade schon mal geguckt, das ist wie internationales Las Vegas-Publikum, habe ich schon gesehen. Machen wir das ganz offiziell. Bonsoir, schönen guten Abend, moin Hamburg! Ach du Scheiße. Kein Problem, zweite Chance. Bonsoir. Schönen guten Abend und ich will euch nie wieder vergessen. Moin Hamburg! Yes! Sehr geil! Hammer! Unglaublich! Da muss ich erst nach Hamburg kommen. Ich war vor ein paar Monaten, sieht man auch gleich, da war ich noch in der Pubertät. Da war ich hier. Da dachte ich schon, das ist das Highlight der Begeisterung. The Fajai Funny Festival, one of the best festivals in the world. And ladies and gentlemen, this is Cape Town! Yes! Ich bin heute Abend der König der Taschendiebe, obwohl es ist 2015, da heißt Dieb nicht mehr Dieb, sondern Fachkraft für spontane Besitzübertragung. Und jetzt einfach mal alles gut festhalten. Jetzt wird geklaut. Yeah! Ich fange hier vorne an. Servus, habe ich dich aufgeweckt? Und das müssen wir mal eben kurz zeigen. Das sehe ich von hier oben am besten. Wir haben hier vorne haben wir auch Gäste sitzen, die machen so. Relax. Das ist ein Gebiet, da klaue ich gar nichts. Ich komme einfach mal rein. Servus. Wow. Jetzt schon fast gesagt, internationale Showstars in der ersten Reihe. Meister Propper ist auch persönlich da, ne? Guck mal, wenn ich gleich noch ein paar Haare finde, klaue ich sie dir. Alles klar. Oh, das können wir auch mal eben kurz zeigen. Servus. Bist du so nett, stehst gerade einfach mal eben kurz auf. Meister Propper, ich hab deinen Bruder. Sag mal, ein Handy hast du zufällig dabei, habe ich gesehen. Handy hast du da, Portemonnaie hast du da. Einfach noch mal eben kurz wieder Platz nehmen. Ich bin sofort wieder da. Das läuft schon ganz gut. Ich komme gerade einfach mal eben kurz rein. Servus. Oh, hier die hübschesten Mädels in Reihe 3. Hallöchen. Sind wir schon Facebook-Freunde? Gefällt mir. Oh, guck mal hier, Meister Propper, die ganze Familie. Ja, geil. Wir haben auch ganz viele Gäste, die mal sagen, hey, ich setze mich an so einem Abendmahl nicht nach vorne. Da muss ich womöglich mitmachen. Ich gehe mal lieber schön weit nach hinten. Da kommen die Künstler nicht hin. Ich komme gerade mal eben kurz rein. Das ist so geil. Das machen wir einfach mal spontan heute Abend. Da habe ich nämlich noch jemanden gesehen. Servus, steh mal auf. Die ganze Familie. Sprichst du Türkisch, Arabisch, Persisch? Deutsch. Deutsch, noch eine andere Sprache? Nein, schade, ich übe mich gerade. Darf ich noch einmal kurz checken? Ein Portemonnaie hast du dabei, habe ich gesehen. Was hast du hier vorne? Oh, das ist hinten deine Eintrittskarte, habe ich auch gesehen. Nochmal eben kurz wieder Platz nehmen. Guck mal, einmal eben kurz für Facebook. Du musst auch draufdrücken. Du filmst. Oh, ich bin sofort wieder da. Einfach mal eben kurz wieder hinsetzen. Und ein Zuschauer, das habe ich vorhin auch schon gesehen. Ich komme gerade einfach mal eben kurz zurück. Das müssen wir auch noch mal eben kurz zeigen. Wow, guck mal hier, bis in die letzte Reihe. Schönen guten Abend. Servus. Ja, ja, mit Ihnen spreche ich. Sprechen Sie meine Sprache? Wunderbar. Vielleicht einfach gerade mal eben kurz aufstehen. Sind Sie so nett? Ich sehe das gerade. Ja, ich helfe Ihnen auch ein bisschen. Wir haben... Oh! Vielleicht einfach mal gerade mal hier kurz auf die Bretter, die Welt bedeutet. Wir haben auch Gäste, die haben sich unheimlich schick gemacht heute Abend. Ich finde, das ist einfach mal ein Applaus wert. Yes! Ich darf gerade noch mal eben kurz gucken. Eine Uhr haben Sie dabei, das habe ich gesehen. Ich darf gerade noch mal eben kurz schauen. Hier haben Sie hier vorne, haben Sie auch noch was? Haben Sie nicht, ne? Einfach noch mal eben kurz wieder Platz nehmen. Ich bin sofort wieder da. Einfach reinfallen lassen. Wow, das läuft doch schon super, meine Damen und Herren. Dann bin ich mal gespannt heute Abend, was Hamburg alles zu bieten hat. Mal gucken, wir haben eine kleine Runde Let's Go Shopping. Eine Uhr haben wir, Taschentücher haben wir. Kamm war bestimmt deiner, ne? Kugelschreiber, was haben wir hier noch? Uhr Nummer 2. Zigaretten. Und ich finde das erstmal Applaus hier für diejenigen, die sich von ihren Gegenständen getrennt haben. Ich pack's einfach mal ein.
Showtime, kurze Pause. Wow. Viele fragen mich, Mensch Christian, das, was du da machst und in den nächsten 120 Minuten meines Vortrages, möchte ich euch gerne so ein paar Dinge mitgeben, die ich in den letzten Jahren erleben durfte, auf den ganzen Bühnen, auf denen ich war. Wow, guck mal hier, Bühnen des Lebens. Jeder von uns steht auf Bühnen des Lebens. Das ist meine Showbühne. Klar, jeder von uns hat Bühnen. Beispiele. Meine Tochter kam mit einer 5 nach Hause. Bühne des Lebens zum Beispiel. Meine Mutter kommt ins Krankenhaus, Knie-OP, ich muss ihr zureden, Bühne des Lebens. Ich baue gerade das Haus, muss mit Architekten, Handwerkern sprechen. Bühne des Lebens. Überall, wir wollen Marathon laufen mit dem Fahrrad über den Alpen, was weiß ich auch immer. Überall Bühne, 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 wo wir funktionieren müssen. Ganz wichtig. Meine Bühne ist hier. Und viele fragen mich, da zeige ich jetzt mal übrigens mein Office. So wohne ich gerade. Wenn ihr mich also mal besuchen wollt bei meinen Trainings, da findet ihr mich. Und viele sagen, Mensch Christian, König der Taschendiebe, wow, wie wird man das? Nur eben ganz kurz, Geburtsstunde meiner Leidenschaft, viele von euch kennen das, ihr bringt eure Kinder zum Fußball, nee, warte mal, ihr seid in Hamburg, ihr bringt eure Kinder zum Golfen, ihr bringt eure Kinder zum Ballett, yeah, ihr bringt eure Kinder zum Geigen. Meine Eltern haben mich damals mit 12 Jahren auf die ersten Kindergeburtstage gebracht, da war's. Mit 16 stand ich da und habe so ein paar Zaubertricks und gezinkte Karten auf der Straße verkauft. Da habe ich übrigens das erste Mal gesehen, wie Taschendiebe richtig arbeiten und habe gesagt, Mensch, das finde ich cool. Klar wusste ich, das ist illegal, aber habe gesagt, das ist so ein Handwerk, so eine Kunstform. Wie funktioniert das? Warum merken die Menschen das nicht, dass auf einmal die Uhr, die Krawatte, das Portemonnaie fehlt? Das will ich lernen. Ein paar Jahre später war das erste Mal David Copperfield auf Tour. Da war ich irgendwie so 18 und da habe ich gesagt, Mensch, geil, jetzt weiß ich, was ich machen möchte. Ich möchte König der Taschendiebe werden und ich möchte auf so eine Bühne wie Copperfield. 20 Jahre später, David und Icke, Las Vegas, 4000 Leute, sieht man immer noch, da war ich immer noch in der Pubertät. Und da bin ich am Ziel angekommen. Ein paar Monate später dann hatten wir die Royal Albert Hall London vor der Königsfamilie und vor 4000 Zuschauern. Viele sagen, Mensch, ja, das ist tolles Handwerk und so weiter. Wie trainiert ihr das denn übrigens? Wir haben vor kurzem, ich hatte im Training einen Kollegen, der hat gesagt, komm, wir machen mal so einen kleinen Werbespot davon, wie wir Taschendiebe tagsüber, wenn wir frei haben, trainieren. Viel Spaß, kann ich mal eben kurz zeigen. Das war ein Ergebnis aus unseren Trainings, die ich gebe. Genau. Also um einfach mal zu erklären, das machen Taschendiebe tagsüber. Taschendiebe abends, wir grillen griechisch.
ohne Kohle und das halt tagsüber. Was möchte ich euch damit sagen? Das, was mich nach Las Vegas gebracht hat, auf die Cirque du Soleil-Bühne, einziger deutscher Sprachakt auf die Cirque du Soleil-Bühne, ist, it's not the song, it's the singer. Was bedeutet das? Ich wollte Taschendieb werden, habe 8 Jahre lang dafür gearbeitet, das Handwerk gelernt, bin auf den Bühnen aufgetreten, umsonst, und kein Schwein, hätte ich fast gesagt, hat mich gebucht. 8 verdammte Jahre. 0 Kohle, aber ich habe gesagt, ich will König der Taschendiebe werden. Ich weiß, was es bedeutet, wenn der Dispo überzogen ist. Ich weiß, was noch viel schlimmer ist, was es bedeutet, 8-mal Weihnachten zu Hause bei der Familie zu sein und jeder fragt dich, und? Schon Auftritt? Nee. Und irgendwann denkst du, Mist, ist es wirklich das Ziel? Kann ich weiterkommen? Wie funktioniert das? Und nach 8 verdammten Jahren hat Cirque du Soleil ein kleines YouTube-Video gefunden. So eins vielleicht wie heute Abend, was wir hier auch machen. Und hat gesagt, ey, den Christian Lindemann, wir brauchen einen Taschendieb, den nehme ich. Die haben nicht verstanden, was ich sage auf Deutsch, aber die haben gesehen, was ich mache. Und die haben gemerkt, hey, der will das werden, der brennt dafür. Was will ich euch damit sagen? Cirque du Soleil, oder fragen wir erst einmal vorab, wer von euch kennt überhaupt Cirque du Soleil? Okay, damit ich weiß eben ganz kurz, wie ich therapeutisch ansetzen muss. Cirque du Soleil, 22 verschiedene Shows, weltweit das größte Entertainment-Unternehmen überhaupt, im Headquarter in Montreal 5000 Menschen und wir sind 1500 Artisten weltweit unter Vertrag, rentenversichert, krankenversichert, ist in der ganzen Entertainment-Branche das einzige Unternehmen, was das für uns Künstler bietet. In der Show, in der ich spiele, KOOZA, K-O-O-Z-A, war letztes halbe Jahr auf Deutschland auf Tour in Düsseldorf, Frankfurt und München. Wir haben mit 2 Shows am Tag, die wir spielen, mit 2 Shows am Tag vor 4.000 Leuten, $1 Million Umsatz pro Tag. Um einfach mal so einen kleinen Einblick zu geben, was für eine Maschine, was für ein Apparat hinter Cirque du Soleil steckt. Und Cirque du Soleil hat gesagt, ey, das hätte nicht sein brauchen, das ist eine ganz tolle Idee. Das finde ich super. Vielen Dank. Cirque du Soleil hat gesagt, Mensch, der Christian Lindemann, der hat 8 Jahre lang, der brennt dafür, der will bei uns auf die Bühne, also unterstützen wir den. Was will ich damit sagen? Wenn wir vermissen unsere Leidenschaft oder wir vergessen unsere Leidenschaft. Wir haben so viel Stress, wir sagen, okay, was wollte ich eigentlich nach dem Abi machen, was wollte ich nach dem Studium machen? Auf einmal hocke ich hier in dieser Position und habe meine Leidenschaft völlig vergessen. Ich weiß, was das bedeutet. Wir haben zu viele Dinge drumherum. Unser Chef Gila Liberté, immer noch Eigentümer, hat momentan $2 Milliarden auf seinem Konto, sagt, sein Geheimnis des Erfolges ist, er konzentriert sich am Tag auf 2 Dinge. Nur auf 2 Dinge. Seine neue Leidenschaft, seine neue Show und auf eine andere Geschichte. Das. Und er sagt zu uns Künstlern, konzentriert euch auf eure verdammten 10 Minuten. Die Leidenschaft ist das Ziel. Dafür brennst du, dafür gehst du. Ist ganz klar. Wenn ich kein Segeln mag, werde ich keine Segelboote bauen können. Wenn ich keine Leidenschaft für Holz habe, werde ich nicht Tischler bauen. Wenn ich keinen Bock auf Show und Entertainment und Bühne habe, komme ich nicht zu Cirque du Soleil. Ich habe Kollegen, die studieren seit 3 Jahren Comedy, die sind nicht lustig. Das geht nicht. Aber wenn du dafür brennst, wenn du Bock hast, dann ist es kein Kämpfen mehr. Es ist vielleicht ein Kämpfen, aber dann ist es kein Kämpfen mehr. Dann gehst du deinen Weg, dann zahlst du auch, was du zahlen willst. Weil es ist kein Müssen mehr, es ist ein Wollen. Und für mich war ganz wichtig, das möchte ich gerne so weitergeben, auch wenn es mal heißt, ja, Leidenschaft, das hören wir viel, wie auch immer. Bei mir hat es funktioniert. Ich wollte König der Taschendiebe werden. Das Handwerk konnte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, aber ich habe gesagt, das ist mein Ziel, das will ich machen. Denn wir assoziieren die Person in ihrer klassischen Rolle dahinter. Wenn auf der Bühne jemand steht und aussieht wie ein Rockstar, sagen wir erstmal, komm, das ist ein Rockstar. Ja, wir wollen den LKW-Fahrer mit solchen Oberarmen. Wir wollen auch einen Schreiner, einen Tischler in seiner Latzhose. Wir wollen die Krankenschwester in diesem weißen Kittel, das gehört für uns dazu. Wenn bei mir zu Hause ein Schreiner einen Schrank aufbaut und der hat einen Banker-Business-Anzug an, dann nehme ich dem das nicht ab. Ich will, dass meine Bilder im Kopf so bedient werden, weil die Person ist wichtig, das Produkt dahinter erstmal sekundär. Cirque du Soleil sagt, alles das, was du an Handwerk brauchst, bringen wir dem Christian Lindemann bei. Bevor ich dahin kam, war ich vorher noch nie in Amerika. Ich konnte sagen, hello, my name is. Cirque du Soleil, weißt du was, Christian, du willst Taschendieb werden? Okay, alles andere bringen wir dir bei. Wir haben die Show in Japan gemacht. Klar, das ist Mist, das ist eine schwere Sprache, da kotzt man vielleicht auch, aber bringen wir dir bei. Du willst weltweit auch in Japan König der Taschendiebe? Klar, glaub daran, geh deinen Weg und mach das. Ganz wichtig. Denn
It's not the song, it's the singer. Und ich kann ein anderes Beispiel dafür bringen. Meine Freunde schlafen nachts vorm Apple Store. Die wissen am nächsten Tag gar nicht, wie das Produkt ist. Ist es wirklich so geil? Nee, wir pennen erstmal. Ich bin Fan von Sting. Wir pennen da erstmal vor. Ich höre Sting. Ich habe jede CD. Und ich erwische mich selber. Wenn Sting eine neue CD rausbringt, bin ich der Erste, der sagt, kaufe ich. Freundin von mir liest Stephen King. Alle Bände. Neuer Band, kaufe ich. Meine neue Freundin, nicht der Grund meiner Scheidung, meine neue Freundin liebt so eine französische Hosenmarke. Da kommt eine neue Kollektion raus. Da sagt sie, weißt du was, Schatz, bring mir zwei Hosen davon mit. Egal ob Sommer- oder Winterkollektion. Kaufe ich. It's not the shirt, it's the label. Wenn ich einmal Fan bin, dann mache ich das. Und um noch ein Beispiel zu geben, it's not the song, it's the singer. Ich habe mein kleines Trainingsbüro, was wir vorhin gesehen haben, in Aarhus. Das ist bei Münster, zwischen Münster und Enschede, wo wir trainieren. Und da haben wir gegenüber haben wir eine kleine Eisdiele, Donato. Donato ist ein typischer Italiener. Graue Haare, braun gebrannt, weißes Hemd, weiße Schürze, alles super. Dieses typisch italienische, ciao, ciao, come stai, Christian, bene, bene. Ja, Donato, molto bene, grazie, e tu. Und für die kleinen Kinder auch, oh, die Piccolino, die ganzen Schokostreusel, gerade, super. Donato, jeder bei uns in Aarhus kennt Donato. Ganz Nordrhein-Westfalen kennt Donato. Deutschland kennt Donato. Und Donato kennt auch jeden, persönlich. Du kannst gegenüber die gleiche Eisbude haben, die gleichen Tische, die gleichen Stühle, die gleichen Heizstrahler, die gleiche verdammte Kuchen-Eis-Fruchttheke. Die Leute gehen zu Donato, weil da fühlen sie sich wohl. Also, meine Botschaft, die ich heute Abend mitgeben kann, eine von dreien, die ich vorbereitet habe, ich sehe, die Zeit rast, ist, arbeite an deiner Persönlichkeit. Bitte morgen hinsetzen und sagen, ey, was ist überhaupt meine Leidenschaft? Sie sich aufzuschreiben 5 Minuten und sagen, ey, was wollte ich eigentlich damals, heute, wie auch immer? Glaube ich daran? Tue ich alles? Und ein kleiner Tipp dafür, morgen früh, wenn ihr im Bett liegt, könnt ihr mal ausprobieren. Nehmt ihr euer Smartphone mal bitte raus, macht von euch ein Foto im Liegen, schaut euch an und sagt, das Beste, was den Menschen heute begegnen kann, das bin ich. Und wenn das nicht so ist, dann bleibt einfach liegen. Die Taschen sind voll mit Wertgegenständen und die müssen wir zurückgeben. Frage überhaupt, wollt ihr eure Sachen zurück? Nein, natürlich nicht. Okay, komm, wir haben mit dem Showtime angefangen, wir hören mit dem Showtime auf. Frage, wer vermisst seine Uhr? Da kommt schon jemand. Guck mal hier, Tempo. Ich komme Ihnen mal entgegen. Wow. Ah, Sie haben aber einen Sprung drauf. Sagen Sie mal, ist das hier Ihre Jacke hier vorne? Das ist super, weil dann nehme ich die auch gleich einfach mal mit. Wunderbar. Guck mal hier, Ihre Uhr können Sie schon mal wieder umtun. Und das Schöne ist, der Applaus endet erst, wenn wir vorne auf der Bühne sind. Guck mal, ganz schnell. Hier geht's hoch. Einmal da rein. 21, 22 und das Zimmer. Yes, ich muss mich beeilen. Schönen guten Abend. Kommen Sie, guck mal, hier ist der blaue Punkt. Ich muss sagen, das habe ich vorhin von Anfang an gesehen, Sie sind der einzige Gast mit einer Krawatte. Damit Sie mir hier nicht eingehen, ich mache einfach oben noch mal einen ganz kleinen Knopf auf. Wunderbar. Und ich muss wirklich sagen, auch Sie könnten ein Speaker hier bei Gedankentanken heute Abend sein. Sie sehen aus wie ein Showstar, oder? Super. Ich darf gerade aber mal eben kurz gucken. Sie haben ein ganz tolles Sakko, haben Sie anders, habe ich gesehen. Von welcher Marke ist das? Das steht immer meistens hier, habe ich gesehen. Ich gucke gerade einfach noch mal eben kurz. Und immer meistens steht hier drin, wie das Sakko gereinigt wird. Ich darf gerade noch mal eben kurz schauen. Was haben Sie hier vorne? Haben Sie auch noch ein Portemonnaie oder ein Handy dabei? Haben Sie. Einfach schön nach vorne schauen. Das finden die Leute super, finden die das. Ganz schicke Hose. Noch mal eben kurz gucken. Was ist hier hinten drin? Okay, gebe ihn. So. Und wissen Sie, was das Tolle ist? Das war's schon. Vielen Dank. Sie kriegen ganz tollen Bücher raus. Hallo. Ich habe einen guten Fang gemacht. Super. Einen guten Patienten heute Abend.
Genau. Vielleicht, wir gehen einfach nochmal hoch. Ich kriege nämlich gerade von Stefan Zein, der hat zu mir gesagt, guck mal, wenn du schon 2 Minuten 40, guck mal, hier ist die Mitte einfach dahin stellen, immer schön nach vorne schauen. Super. Wenn du schon 2 Minuten 40 über das Streich ziehst, dann kannst du auch noch 1 Minute drauflegen. Können Sie mir gerade zufällig sagen, wie spät es ist? Ich glaube nicht. Aber ich habe natürlich nicht nur Ihre Uhr, ich habe natürlich noch Ihr Portemonnaie. Ja, ich steck's wieder rein, ne? So, weil ich habe ja meine Taschen noch so voll lassen. Na komm, Ihr Schlüsselbund. Ich steck den wieder zurück. Das finden die Leute super. Lass mich gucken, Zigaretten habe ich noch gefunden bei Ihnen. Lass mich nochmal Ihr Schlüsselbund. Ah, nee, stimmt, gehörte Meister Propper da vorne. Kriegt er gleich wieder. Was habe ich hier noch? Ihr Portemonnaie. Ich steck's wieder rein. Lass mich mal schauen. Das ist eine Hammernummer. Wir überziehen einfach, ne? Guck mal, Ihr Tempotaschentücher habe ich auch noch gefunden. Lass mich mal gucken. Ihr Portemonnaie. Ich tue es wieder rein. Lass mich mal gucken. Lass mal. Oh, Ihr Handy. Ich guck noch mal, was ich da finde. Ich darf übrigens erstmal sagen, Sie sind mit Vornamen der? Jürgen. Schön, Sie erstmal kennenzulernen, Jürgen. Super. Ich habe einen tollen Patienten heute Abend gefunden. Und ich darf gerade noch mal eben kurz gucken, bevor Sie gleich gehen, Jürgen. Ja. Ich habe Ihnen Ihr Portemonnaie, habe ich Ihnen, nee, ich habe auch alles, habe ich wiedergegeben. Ja. Ich darf noch mal eben kurz gucken, Ihre Uhr haben Sie sich aber gar nicht umgetan, ne? Nee, haben Sie sie da wieder reingesteckt? Haben Sie wieder reingesteckt, ne? Super. Weil, einmal so. Yes. Läuft. Jürgen, wissen Sie, warum die alle so schreien? Ihr Portemonnaie! Jürgen, das Portemonnaie mal bitte festhalten. Mit der Hand bitte einmal hier in die Hosentasche. Genau, ganz wichtig, nicht mehr raussehen. Wir drehen uns mit dem Rücken zum Publikum, weil Jürgen, ganz wichtige Information, besonders für uns Taschendiebe. 95% aller Männer tragen immer ihr Portemonnaie hier, in der rechten hinteren Hosentasche. Jürgen, da das Portemonnaie mal reinstecken. Nee, tiefer rein, dass ich nicht drankomme. Ja. Genau, super. Wir drehen uns mal zurück zum Publikum. Guck mal, dreh dich mal dahin. Klasse, super. Nochmal eben kurz füllen. Wunderbar. Jürgen, wir sind in der Finalrunde. Die Hand nicht mehr aus der Hosentasche nehmen. Wissen Sie warum? Nee? Hält Ihre Hose hoch! Das war's! Geben Sie ihm einen Riesenapplaus! Jürgen! Jürgen! Ihr Platz ist da vorne. Ihre Krawatte ist hier. Das ist Ihre Krawatte und Ihr Applaus! Ich wünsche euch viel Erfolg auf euren Bühnen des Lebens. Gute Nacht, Hamburg!